Hallo! Hallo! Moin Moin! Schöne sonnige Grüße aus Tellingstedt senden wir euch. Ja, hier sind wieder Henning und Johanna. Ja, und Johanna und Henning, genau. Und wir probieren uns mal an einem anderen Format. Wir machen jetzt heute ein kleines Instagram-TV-Video und zwar zum Thema Standesamtkleider. Also auch in unseren Live-Videos hatten wir ja schon das Thema standesamtliche Hochzeit. Da haben wir einfach gemerkt, da ist eine riesengroße Nachfrage, weil eben doch viele Hochzeiten stattfinden, aber eben in einem etwas kleineren Rahmen, als es ursprünglich vielleicht geplant war. Und deswegen nutzen wir die Gunst der Stunde und zeigen euch mal ein paar Trends und Themen aus dem Bereich. Und ja, Johanna, hast du hier schon ein bisschen fertig gemacht? Zeig doch mal, was du da anhast. Ich habe mir heute ein Kleid ausgesucht von Vermont in so einem Zartrosa. Oben habe ich ein paillettenbesetztes Spitzenoberteil, das ziemlich hoch geschlossen ist. Hier habe ich einen detaillierten Gürtel, der durchsichtig ist, das heißt, meine Haut schimmert durch. Unten wird der Rock etwas weiter, es ist ein Tüllrock. Der Unterstoff ist aus Satin und dann habe ich einen etwas gröberen Tüll und zwei etwas feinere Tüllschichten. Also sehr schön, etwas weiter, schwingt schön. Zeig doch mal, wie du von hinten ausschaust. Ja, von hinten habe ich einen sehr, sehr schönen Rücken. Ein Schlüssellochrücken nennt man das. Sehr hübsch. Genau, auch mit Pailletten besetzt. Hier oben geht es wieder zusammen. Dadurch habe ich meinen richtig schönen, festen Hals. Ich finde, so ein Rücken immer, der hat was. Mal was anderes, was Besonderes. Genau, das Kleid liegt bei 169,99 minus 20%, sprich 135,99. Also Johanna, ich kenne dich jetzt auch schon ein bisschen und eigentlich weiß ich ja, dass du ohne Tasche nie aus dem Haus gehst. Also ich habe mir da gerade noch was rausgeguckt. Das wäre eine Klatsch von Abrasi in einem Rosé-Ton. Die Tasche hat innen drin einen hübschen Spiegel. Da kann man sich nochmal angucken, ob alles gut sitzt soweit im Gesicht. Bei mir mal besser, mal schlechter. Optisch passt es sehr schön dazu, finde ich. Also von der Farbe her, ein schönes Rosa, matt. Und dann gibt es aber auch noch hier die Möglichkeit, in den Innenfach der Tasche ist noch so eine kurze Perlen-Handgelenkskette. Den habe ich da jetzt mal rangebastelt. So ein kurzer Perlenverschluss, also da hat man schon das Schnappen gehört. Hier hat man einen magnetischen Verschluss. Was meinst du denn, Johanna? Es ist eventuell etwas praktischer, wenn man das ums Handgelenk hat. Dann hat man sie immer bei sich als Klatsch. Man kann sie aber auch nicht verlieren, weil es ist am Fest. Das war der Test. Und super auch, man kann sie natürlich auch unabhängig vom Standesamt tragen. Also ihr Leute da draußen, ihr Männer, falls euch noch ein kleines Präsentchen fehlt, eine kleine Aufmerksamkeit für eure Mädels, ist das doch vielleicht eine schöne Klatsche Rosé für 129 € abzüglich der 20% sind wir bei 103,20 €. Und sonst gibt es natürlich schönen Schmuck, den man dazu kombinieren könnte. Du hast ja schon so ein nettes Armband um. Da könnte ich mir zum Beispiel auch sehr gut vorstellen, diese kleine Hängerohrringe, auch von Abrasi. Kosten 74 € abzüglich der 20%. Ich finde, das kann man gut kombinieren, auch gerade zu meinem Armband. Ja. Passt schön zusammen. Was hast du denn noch so im Köcher für uns? Was willst du mal in die Hungerkugel nicht mal umziehen? Genau, ich ziehe mich jetzt mal um. Okay, Spannung. Jo, da kommst du aus der Hungerkugel. Hier bin ich. In Kleid Nummer 2. Genau. Mit einem von Young Couture, auch ein perfektes Standesamtkleid für 149,95 minus 20%. Das bedeutet 119,96 ist der neue Preis. Und was kosten wohl die Schuhe Salma, die du dazu trägst? Das sind doch deine Lieblingsschuhe. Die haben doch diesen schönen hohen Absatz. Die satinierten Schuhe mit der Soft Bliss Polsterung, die auch so saumäßig bequem sind. Genau, die kosten auch 149,95 minus 20%. Das bedeutet 119,96. Wir haben einfach eine super Akustik hier, da muss ich mal kurz einen abtenoren, weil wir gerade Chorpause haben. Das ist ja auch ein super preiswertes standesamtliches Outfit. Du hast ja auch schon ein bisschen Schmuck dazu kombiniert. Ich sehe eine wunderschöne Kette und ein wunderschönes Armband von Abrasi beides. Das Armband kostet 89 € minus 20%. Das ist weniger als 119,96. Was es ist, weiß ich allerdings nicht. Das blenden wir gleich ein. Genau. Und die Kette, die liegt bei 79 €.
Das ist abzüglich 20%, auch weniger als 119,96. Okay, super hübsch. Genau, das Kleid ist vorne ziemlich hochgeschlossen, ist hier sehr schmeichelnd, weil durch diese Raffung am Bauch spielt das so ein bisschen den Bauch. Also sehr elegant, schick. Mit so einem leicht überschnittenen Arm. Genau. Das, genau, durch diese leichte Raffung im Bauchbereich ist es ja so, dass es dann eben auch größenmäßig auch in vielen Größen funktioniert. Wir haben das Kleid da von Größe 34 bis zur Größe 46. Genau. Ist also ein eleganter Klassiker, würde ich sagen. Jetzt weiß man ja nicht, wenn man jetzt gleich im Frühjahr heiratet, wie das Wetter so ist. Insofern gibt es auch noch Bolero-Jäckchen dazu zu kombinieren oder eben so ein etwas längeres Jäckchen. Ich finde, wir fangen mal mit dem Bolero an und dann probieren wir gleich mal das längere Jäckchen. Passend dazu das kleine Bolero-Jäckchen für kalte Tage, wenn man jetzt draußen vorm Rathaus steht oder was auch immer, wo man steht in der Kälte, eignet sich das sehr, sehr, sehr schön dafür. Jo. Was ich ja auch noch dann eben cool finde, wenn wir einmal uns kurz dieses etwas längere Jäckchen nochmal angucken, das ist glaube ich auch ein richtiger Programm. Ja, oder man hat dann so einen schicken Mantel dazu an. Wow, das finde ich sieht richtig damenhaft aus. Das macht richtig was her. Jetzt haben wir zur kurzen Jacke gar nicht gesagt, was die kostet. Also die kurze Jacke würde 89,95 kosten. Das wäre nach Abzug von 20% 71,96. Und die lange Jacke, die würde regulär 199,95 kosten und nach Abzug der 20% 159,96. Also richtig schöne Kombinationsmöglichkeiten, die es da gibt. Johanna, eine Sache hätte ich noch. Du gehst ja nicht ohne Tasche aus dem Haus. Was hältst du davon? Davon halte ich viel, Henning. Das ist eine Tasche von Dilly für 40 Euro minus 20%. Gut, das sind dann 32 Euro. Jetzt ist die Innung der Mathematiklehrer doch noch ein bisschen stolz auf uns, dass wir das im Kopf können. Ja, eine schöne Klatsch mit so einem silbernen Bändchen. Passt perfekt, weil mein Schmuck ja auch mit Silber integriert ist. Deswegen, ich bin keine, die Gold und Silber kombiniert. Ich brauche das immer clean. Deswegen finde ich, passt das so sehr, sehr schön dazu. Ja, super schön klassisch. Leute da draußen, ich habe immer noch eine ganz wichtige Info für euch. Ich bin mal ganz kurz weg. Bis gleich. So, Johanna, da bin ich wieder. Liebe Zuschauer, da bin ich wieder. Und zwar das Schönste an diesem Kleid und an diesem Ensemble mit den unterschiedlichen Boleros. Man kann das in wahnsinnig vielen Farben kombinieren. Wir haben das in Navy. Wir hätten es in Grisch. Also auch dann immer wiederum mit dem kurzen Bolero und mit dem langen Jäckchen. Wir haben das in einem Roséton, also auch wieder ein bisschen sommerlicher angehaucht. Wer es ein bisschen klassischer mag, haben wir es in Wine. Na, also alles immer schnittidentisch, insofern die Vorstellungskraft anhand dessen, was Johanna hier gezeigt hat, ist hoffentlich vorhanden. Und dann noch in Emerald und in Red. Also insgesamt gibt es da, boah, kann ich gar nicht zählen, 7 verschiedene Möglichkeiten mit dem einen, der was du vorführst. Also wahnsinnig viele Optionen, die wollten wir euch einmal zeigen und auch eben, wie gesagt, in einem sehr weiten Größenspektrum von Größe 34 bis 46 jeweils. Wow, eine ganz andere Optik, super schick. Genau, es muss nicht immer ein Kleid sein zum Standesamt. Man kann auch, wie ich jetzt zum Beispiel, einen wunderschönen Jumpsuit anziehen. Der ist super stretchig, bequem, weich auf der Haut. Man hat lässige Taschen. Das ist einfach auch mal etwas anderes. Es mag nicht jeder ein Kleid anziehen, für die finde ich ein Jumpsuit immer sehr, sehr passend. Hat auch einen schönen Rücken, ist zwar geschlossen, aber weil er sehr figurbetont ist, finde ich es auch sehr sexy. Das kann man wohl sagen. Von Vera Monde mit einem Blush und der Haarband passt ja auch in diesen Blushfarben wunderbar dazu. Genau. Also finde ich super, super schick. Steht ihr sehr gut. Der Jumpsuit, der kostet 199,95. Abzüglich der 20% wäre das 159,96. Und dieses Haarband von Kleemeyer mit den blushfarbenen Blüten und also dieser Haarstrang, der kostet 69,90. Eben auch da entsprechend abzüglich der 20% wären das dann
55, 96. Und ja, dann hoffe ich, dass ihr heute Nacht nicht von meinem Gejaule träumt, sondern eher von ja, Johannas schönen Outfits, die es eben bei uns ja, quasi im Verkauf oder im Sale auch momentan gibt. Wer nicht immer unbedingt ein Kleid zum Standesamt tragen möchte, den, ja, für den passen Jumpsuit super. Ich habe da nochmal zwei Alternativen. Die hole ich mal kurz aus dem Off rein. Da haben wir eben, genau, nutzt vielleicht einfach mal den einen. Ich habe hier einen, der ist oben so ein bisschen mit Pailletten besetzt, hat ein etwas weiteres Bein, hat auch schöne Taschen. Auch von Vera Moore, kostet 239 Euro, auch abzüglich der 20%, zu denen ich jetzt aber nichts vorsingen werde. Und ja, auch in so einem Rosé-Ton. Also ja, finde ich auch sehr, sehr hübsch. Genau, dieser Jumpsuit ist von Komma für 159,99 minus 20%. Hat hier vorne auch noch so einen kleinen Gürtel, den man dann hier noch schließen kann. Ja, und im Dekolleté auch noch diese. Genau, hier noch so eine Besonderheit. Mit zwei Perlen. Genau, was kostet der denn? 159,99 minus 20%. Das ist ein bisschen was mehr als 119,96, aber nicht viel mehr. Ja, also auf jeden Fall, es gibt viele, viele Alternativen. Wir hoffen, dass wir euch auch nochmal jenseits der ja, nur standesamtlichen Kleider auch nochmal mit den Jumpsuits eine kleine Inspiration geben konnten. Jumpsuits kann man natürlich auch tragen, wenn man eingeladen ist. Das muss man nicht unbedingt für standesamtlich heiraten. Und genau. Ja, ich finde, man sieht bei Johanna, dass es eine ganz bezaubernde Alternative zu einem Kleid ist. In diesem Sinne möchten wir uns auf jeden Fall bei euch bedanken für eure Aufmerksamkeit. Hat wieder extrem viel Spaß gemacht. Johanna, vielen Dank an dich. Siehst wie immer fabelhaft aus. Und vielen Dank an dich und an dein Gemerke von den Preisen. Ich habe mir nach Möglichkeiten Mühe gegeben, aber es hat nicht immer geklappt. Also, ja, wir sind bald wieder für euch da. Bis dahin, bleibt schön gesund und positiv. Tschüss! Tschüss!